Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf unserem YouTube-Kanal. Ja Leute, heute werde ich euch ein bisschen die Vorteile von dem SCUF-Controller sagen und ob man überhaupt einen Vorteil gegenüber den anderen Spielern hat. Weil ich habe mir vor kurzem einen Burn-Controller gekauft und ja, der war relativ teuer. Ich habe ihn mir aber auch richtig individuell zusammengestellt. Man kann ihn auch billiger bekommen. Aber ja, der krasse Vorteil an einem SCUF-Controller, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass du quasi den Daumen nicht brauchst dafür, um zu springen oder zu rutschen. Das heißt, du kannst den rechten Daumen zum Aimen verwenden, aber gleichzeitig springen. In Black Ops 3 macht das eben einen riesen Vorteil, weil ich kenne kaum COD außer AW, wo vielleicht noch so viel gesprungen wird wie in Black Ops 3. Und ja, also du hast da schon einen extremen Vorteil. Du brauchst aber etwas Eingewöhnungszeit. Ich habe das schon gemerkt, ich bin immer noch nicht ganz darauf eingestellt. Die ersten 2-3 Tage, wie ich mit meinem Burn-Controller gespielt habe, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich richtig schlecht war, aber ich bin im Verhältnis zu den anderen Runden, wo ich mit meinem normalen Controller gespielt habe, richtig schlecht gewesen. Also du darfst dich aber nie davon abschrecken lassen, dass du denkst, naja, das ist scheiße mit dem SCUF-Controller, weil wenn du es einmal heraus hast, dann wirst du so die krassen Fortschritte machen, dass du dann denkst, Gott sei Dank habe ich mir einen SCUF-Controller gekauft. Und ich sage halt immer, wenn du einen SCUF-Controller bekommst, ist das wie wenn du mit einem neuen Spiel spielst. Das Spiel ist ganz neu für dich, du hast ein anderes Movement, du musst andere Tasten drücken. Und ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, sich einen SCUF-Controller zuzulegen, der noch keinen hat, es sei denn, er ist so ein Biest in Black Ops, dass er sagt, nee, ich brauche keinen SCUF-Controller, ich bin sowieso schon so gut, dann ist es unnötig, wenn ihr euch einen holt. Aber also für jeden, der was besser werden will, kann ich nur empfehlen, holt euch einen SCUF-Controller. Ihr müsst ihn euch ja nicht, weiß ich nicht, wie teuer zusammenstellen, aber das lohnt sich wirklich. Ja Leute, im Hintergrund seht ihr ein Gameplay, also mit der 48 Dredger spielt, ist ein 32:3, denke ich, kann man ganz gut lassen. Meinerseits war's das und viel Spaß beim restlichen Video. Ciao.